Herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier auf dem Marsch. Ich wünsche allen einen schönen Sonntag. Habt ihr eben in ihrem Tag jetzt? Tja, wenn auch nicht tragisch, ne? Wir fahren mal in die letzte Silage in die Mischfabrik. Eine Silage aus dem globalen Markt alle und alles in der BGH. Und das fahren wir jetzt uns rein und produzieren daraus Mischfutter. Kurz und selber mal reparieren. Und volltanken. Und dann wird der mit dazu genommen zu der Ernte, die bald anstehen sollte eigentlich, morgen. Könnte es losgehen. Könnte. Wie gesagt, könnte es noch so nass. Wir hatten ja mal Regen. Aber das sollte an sich kein Problem dort sein. Ne? Hier mal kurz reparieren. Den haben schon 41 Tage. Wahnsinn. Und dann stellen wir so eine Flotte dazu, mit dem wir ihn ausgekippt haben. Ne? Oder ich brauche Geld. Ich brauche Geld. Wer mal Mischfutter verkaufen. Und zwar außer Fabrik direkt. Der produziert ja immer fleißig Meier. Also die Arsch wird voll sein. Nicht gehen. Zeig mir nicht an, also ist er voll. Da wären wir mal ganz kurz. Wir können ja theoretisch einen Tag verkaufen. Für einen Tag haben wir noch da. Also wir haben auch was. Ne? Oder was wir im Lager haben. Dann haben wir ein Lager immer Reste, ne? Die Reste können wir verkaufen. So, ein Lager. Mischfutter. Futter, 219.000. Die Silage haben auch reich drin. Oh, 30.000, 310. Dünger haben wir drin. Gärreste wird auch wieder voll. Aber Gärreste verkaufen, da bringt keine Punkte. Das ist nur. Sag mal, die Unkosten kommen rein, ne? Ich werde mal hier einstellen auf Mischfutterverkauf. Und zwar vom Lager. Oder Fabrik. Wir nehmen Fabrik. Weil Fabrik ist ja praktisch. Die sollen ja produzieren, ne? Also beladen Mischfutter. Dann mal gucken, was das kostet. Wer wo am besten zahlt aktuell, das man kann sich wieder geändert haben. Mischfutter. Futter. Am besten zahlt statt Reifeisen. Das ist gut. Dann werden wir Reifeisen verkaufen. Ja, hier mal klein. Verkaufsstellen. Oh, danke Holger, der hat perfekt. Perfekt gemacht. Dafür die Reifeisen. So, Silage. Nicht. Mischration. Schauen wie er fährt. Nein, da greifen wir mal ein, ne? Da wir ein bisschen lassen wir keine große Runde fahren, sondern wir werden mal gleich mal über den Hof fahren hier, ne? Jemand zu Hause? So. Mal ein bisschen Geld brauche ich. Und dann geht los. Gut, der Punkt ist ungünstig. Dann machen wir das gleich mal ganz. Gut, das passt. Gut. Das läuft. Das war der erste Schritt. Überlegen. Achso, der LKW. Der LKW beim Bahnhof. Bahnhof. Shop. Der Bahnhof ist hier oben, ne? Tankstelle.
Bellets. Da ist Bahnhof. So. Ich will ja den Rest auch noch loswerden, ne? Und zwar. Das werden wir mal nach hinten abkippen. Beenden. Hinten. Dann können wir gleich den Rest vom Dings auch noch holen. Vom Heizkraftwerk. Ja, blöd, immer noch hier vergeuden, ne? Bisschen Geld kann man verdienen. Wie Wunder, es kalt auf dem es fällt auf die Füße. So, dann holen wir den Rest weg vom Fabrik. Er hat also im Prinzip geradeaus gemacht und dann. Das ist logisch. So müssen sie nicht drüber wegfahren, ne? Dann müssen wir extra langfahren. Ja, das kann man sich merken für andere Bereiche. So, das war Bahnhof. Jetzt fahren wir zum Heizkraftwerk, holen wir den Rest weg. Beziehungsweise wir werden zur Brücke zum Zementwerk fahren. Wir holen da Zement. Wir brauchen die Brücke. Das andere, das rennt ja nicht weg. Wir fahren zum Zementwerk. Wir brauchen Zement für Brücke. Da das Feld nämlich kaufe, wollte ich mal vorwegnehmen. Das stört mir so. Dann wollte ich ganz gerne, dass die Brücke fertig ist und ich 3 Millionen verdient habe. Zum Beispiel durch Verkauf. Bier zum Beispiel und Milchprodukte. Vielleicht noch Fleisch. Dass ich meine 3 Millionen Bar oben rechts hinkriege. Mischfutter wird gerade verkauft. Müssten ungefähr ja, locker 5-6 Fuhren werden. Kommt mal zusammen. Dann nochmal Dünger verkaufen. Beide Hänger auch 500.000. Das müsste eigentlich hinkommen. Dann können wir noch 3 Millionen Kredit aufnehmen. Die BGH bringt auch noch ein bisschen Geld ein. Die Silage, die muss noch Silage werden. Die Ballen, ne? Dann fahren wir mal Heu und Stroh rein. Die Silage dann zur Mischfabrik rein. Und dann haben wir noch Mischfutter in großen Mengen. Ich meine, das wird jetzt mit 1500 nicht bleiben, ne? Das wird ja irgendwann fallen, im Preis. Gleich 6 Fahrzeuge nehmen müssen in einen Ritt, dann wäre das vielleicht besser gewesen. Nächstes Mal vielleicht. Aber die stehen alle schon schön parat, die sind Vorbereitung für die Ernte. Das könnte ja morgen schon beginnen. Trocknen sind auch schon geboren, siehst du. Aber meine Befürchtung ist groß. Boah, dann können wir morgen voll loslegen. Diese Schanzen gefallen mir so nicht. bisschen zu steil. Ist aber auch vielleicht dadurch so geprägt, weil die Karte so klein ist. Ne? Bei einer 16-fach hätte man ein bisschen größer machen können. Ne? Aber 16-fach will er nicht machen. Ich kann es verstehen. Nur er kann einschätzen, wie viel Arbeit das macht. Das kann ich ja nicht einschätzen, das weiß ich gar nicht. Ich weiß nur, eine 16-fach oder eine 4-fach macht ja auch schon viel Arbeit, weil im Prinzip das hat ja auch eine gewisse Zeit gedauert, ne? Ist ja normal. Man hat ja auch alles zu tun. Und das soll ja auch ordentlich sein, ne? Und da hat er auch recht, wenn er sagte, 16-fach, das werden ja kaum
ja, Abnehmer da sein. Ne? Gut, sein Team bestimmt. Aber die Frage dabei ist, sein Team. Ob das... Ich brauche 4 Paletten. Ich möchte da kein Zement zu liegen haben. Das ist ein bisschen ungünstig. Oder 5? Ich nehme 5, ist egal. Bevor wir nochmal fahren müssen. Ich habe Gruppen beschlagen. Ich müsste mit 4 auskommen normalerweise. Grob. Wo ist der ein Lager, kriegt er nicht wieder raus. Das glaube ich nicht. Bei der Brücke. So, können wir jetzt Zement verkaufen beim rein theoretisch. Ja. Beim Baumarkt, ne? Später, ne? Zum Beispiel. So, jetzt geht's Richtung Brücke. Damit die auch noch fertig wird, ne? Also, wenn wir dann die 3 Millionen haben, theoretisch, könnten wir mit 3 Millionen Kredit das Feld 66 kaufen. Wenn das 6 Millionen kostet. Wenn ich ganz richtig erinnere, ist das glaube ich so. Ha, nur 11 Minuten, Wahnsinn. So, geht's schnell zur Brücke. Dann haben wir auch wieder eine Folge geschafft. Wahnsinn. Aber wie gesagt, im nächsten Rhythmus geht weiterhin für die Ernte vorbereiten. Wir haben jetzt 16 Uhr fast im Spiel. Das heißt, nachts schlafen. Irgendwann ne, gegen 10, 11. Und dann ist ja die Ernte. Hoffe ich mal, dass die Ernte beginnt. Ne? Ja, Düngen muss auch noch gemacht werden dann hier. Wenn Wachstum durch ist. Beziehungsweise. Ja, Wachstum. Wachstum bei Hopfen und Wachstum bei Gras. Ja, ich bin überlegen, mache ich nur Silage in Thüringen oder mache ich da gleich Hexegut im globalen Markt? Und mache dann Silage hier der Marsch. Wenn ich da nämlich die Karte wechsle, dann wäre das ein Vorteil, wenn ich da zeitlich gesehen schneller das hinkriege, dass ich da. Denn das Silieren dauert ja auch noch ein, zwei Tage in-game. Selbst bei sehr schneller Geschwindigkeit. Ich kann es immer erst dann zudecken, wenn es soweit ist, ne? Wenn es komplett voll ist, ne? Ich werde zum globalen Markt fahren. Es geht ja nicht ums Geld verdienen dabei, sondern im Prinzip das ganze Erntegut mit rüber rette. Ich kann es ja theoretisch dann wieder auch rausfahren und dann da vor Ort wieder zelieren. Das ist ja nicht das Problem. Das ist ja, das muss ich ja nicht zwangsläufig auf dem Marsch rausholen, ne? Aber hier 2-3 Vermieter aufstellen, kann ich mir aktuell nicht gar nicht leisten, wenn ich das Feld kaufen will. Dann wäre das besser, bleibt im globalen Markt. Ja, und dann können wir dann entsprechend später, wenn die Karte in Thüringen dann raus ist, wenn ich release, also runterladen kann und starten kann, dann kann ich dann entsprechend auch. Ja, voll durchziehen, ne? Ich muss die Kühe noch alle in den Hauptstall bringen, den großen. Und ja, da muss ich immer Sachen hinkriegen. Das muss manuell gemacht werden. Ich sag wegen 1000 Liter Getreide im Lager, wie gesagt, scheiß drauf, ne? Aber wie gesagt, wenn es viel, viel ist, viel habe ich da ja nicht mehr drin. Ne? Aber das muss alles mehr oder weniger in den globalen Markt rein. Retten, ne? Dieser Maisfeld muss noch geerntet werden, dann muss ich aber notfalls noch einen zweiten Hexer zunehmen. Also rüberfahren könnten wir schon. Oder? Ja, rauffahren geht. Die können Länder fertig, ne?
Bisschen Stahl liegt noch, aber Zeit ist alle. Ich dachte erst hier vorne die Stahlplatten wären, also die rostigen Dinger. Das ist aber eher für zum Bauen gedacht, ne? Da sind wir. So, nimmt alles an, ja. Rolle. Also Stahl und drin, Sand, Kies, Stahl, Wasser, Zement haben wir jetzt geliefert. 80 ist fertig. Ja. Rübergehen können wir schon mal. Dann gucken wir gleich rein. Feld Nummer 66. Muss gepflügt werden. Dann haben wir hier ein bisschen Wald. Was wird das Land kosten? 5,3 Millionen. Das wäre noch billiger als ich dachte. So, was haben wir noch alles Schönes hier? Oh, Rüben. Das wäre ja ein Feld, ne? Sebastian, du musst mal kommen, hier Rüben machen. Du bist ja der Profi. Und hier ist... Verfault. Was ist das hier für ein Bauer? Und ich dachte, ich kann den Reibach machen. Dicke Ernte mit. Oh, nee, das ist hier nichts. Oh, nee, das gibt's doch gar nicht. Und ich kann. Das wäre jetzt Blödsinn für mich, jetzt das zu kaufen. Für 5 Millionen. Für verfaultes Feld. Ich dachte, ich könnte jetzt hier schön ernten. 95 Hektar Land. Oh, der Ertrag wäre bombastisch gewesen hier, aber null. Menge. Der ist dran. Verfault. Gut. Dann ist das Feld kaufen. Das ist ja originell. So. So, Wachstum Rüben. Gedüngt 0, Unkraut 0. Vielleicht kann man mal düngen bei Gelegenheit. So. So, liebe Schauer, das soll es auch für heute gewesen sein. Wünsche euch einen schönen Restsonntag. Oh, hier ist Gefälle. Wieso ist hier ein Deich? Und hier ist kein Deich. Gut. Ich sag mal so, die werden in dem Falle meistens Sandsäcke auflegen. Ne? Gehen wir von aus. Ne? So, okay. Zement haben wir hier genug. Ja, 1, 2, 4, 5. Und dann fahren wir mal zurück. 80% drüber fahren könnten wir schon. Schade, dass wir da nichts ernten können. Ne? Aber das ist auch mein Fehler gewesen von verdorrten Feldern. Dass wir diesen Geomod mal mit drinne gemacht habe. So, liebe Zuschauer, das soll es auch für heute gewesen sein. Ich sag mal tschüss und ciao ciao. Ja, morgen ist gut. Morgen ist Montag, ne? Ja, Montag geht's weiter hier mit Verkauf von Waren und Gütern, ne? Sag mal tschüss, ciao ciao, im Winkel. Schönen Dank fürs Reinschauen, schönen Restsonntag und bis dann und tschüss und ciao. Tschüss.